Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Und ich habe hier unten schon eine Gnade gesehen. Das ist natürlich sehr nice. Aber hier sind auch Leute gestorben. Okay. Keine Ahnung, woran die gestorben sind, aber ich setze mich jetzt erstmal hin. So. Erstmal sitzen. Hütte des Rächers. Das sieht so aus, als ob hier ein Geheimnis wäre irgendwie. Okay, ne, kein Geheimnis. Hütte des Rächers? Hm. Vielleicht kommt er nur nachts raus oder so. Keine Ahnung. Wir können es eigentlich direkt mal probieren, ob es wirklich so ist. Huch! Da gab es einen kurzen Leck. Wurzelharz. Also hier ist so viel Wurzelharz. Okay, ich würde sagen, wir machen mal dieses... Komm, wir machen mal Nacht. Vielleicht kommt hier ja wirklich so ein nächtlicher Rächer. Ich sehe sehr viele Nachrichten. Gnade voraus, aber Vorsicht vor starker Feind. Vorsicht vor Soldat. Feuer versuchen. Vorsicht vor Gegner. Zeit für dies Tränen. Es werde Trauer. Hier ist keiner. Hier ist niemand. Dies Tränen. Starker Feind. Aber hier ist kein starker Feind. Unerwartet das Rache. Rache, hallo, Rächer, Rache, Rächer, Rächer, Rache. Langweilig. Ja, ich weiß, dass das die Hütte des Rächers ist, aber hier passiert nichts. Tja. Keine Ahnung. Das sind wieder die Tentakelviecher. Ich hätte eigentlich auch nochmal Lust, so zu besiegen, ne? Ja.
Hallo. Ich meine, von denen bekommt man irgendwie so einen Helm. Eigentlich. So einen komischen Oktopus-Helm. Der soll super gut sein, weil er so Regenerationskräfte hat. Ich meine, das war sowas. Hier habe ich ihn noch nicht gedroppt bekommen. Ich werde die mal jagen, so ein bisschen. Ja, geil, hat funktioniert. Aber ich hab den doch den scheiß Arm abgeschlagen. Wieso hat er den denn direkt wieder? Mit einem schweren Angriff kann man diese scheiß Arme abtrennen. Das haben wir eben vor 5 Sekunden haben wir das gesehen. Und jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Das ist so lächerlich. Weißt du? Hä? Das ist so lächerlich. Warum greift ihr sofort an? Kann nicht ausweichen. Was ist denn das? Hä? Ich verstehe es nicht. Dieses Spiel ist sowas von unfair. Ich kann dem irgendwie auch nicht seine scheiß Tentakel abschlagen. Ja, es sind auch noch zwei, natürlich.
Hallo? Ich kann wieder nichts tun. Ich hasse es. So unfair. Ich kann nicht aufstehen und nichts machen. Was ist das? Die sind so scheiße, ey, die Viecher. Und die ändern komplett immer ihren... Keine Ahnung. Die haben jedes Mal eine andere Körperstruktur quasi. Manchmal lassen sie sich die Arme abschlagen, manchmal nicht. Hängt wohl von deren Laune ab, oder was? Hallo, drück doch X und hol das scheiß Pferd. Meine Fresse. Was ist denn los mit diesem Spiel? Ich drück 1000 Mal auf irgendwas, aber es passiert einfach gar nichts. Ich hasse es. Abgrundtief. Ich kann einfach nichts mehr machen dann. Lächerlich. Ich hasse sowas. Das Spiel ist komplett unfair. Aber ich bin halt immer so einer, der denkt, ah ja, so schlimm kann es dann doch nicht sein. Und dann ist es, ja, wieder komplette Zerstörung einfach. Ja, so wie hier wahrscheinlich. Siegelgefängnis des Kuckucks. Ja, moin. Das ist wahrscheinlich unser Tod.
Ja, komm, let's go. Wir gucken uns an, was hier drin ist. Ich brauche eine Abwechslung von diesen Mistviechern. Was ist das denn? Natürlich. Okay. Aber wir können dem. Aber jetzt weiß ich immerhin, dass in diesen Dingern Effekte wirken. Weil ich habe den dreimal geschlagen und der wurde direkt von Blut befallen. Deswegen ist das gerade sehr gut, dass wir das erfahren haben. Aber dass da so ein Riesenömmel auftaucht, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, als allererstes brauche ich Feuer. Ich hab Schild hochgehalten! Oh. Den können wir auf jeden Fall besiegen. Den können wir besiegen. Den schaffen wir. Ich wünschte, ich hätte jetzt hier so eine Grace in der Nähe. Das wäre irgendwie angenehmer. Aber man kann nicht alles haben. Aber das hier wirkt auf jeden Fall extrem gut. Großschwert-Phalanx. Was passiert? Was passiert? Ach so, ich komme. Ich gehe aus dem Siegelgefängnis raus. Ja, okay. Okay. Ich dachte gerade, was passiert denn jetzt? Weißt du, ich krieg diese komischen Kackviecher nicht hin, aber so ein Siegelgefängnis? Ja, kein Problem, ne? Gar kein Problem.
So, wir gehen jetzt weiter. Hier ist die 2. Ach nee, da ist schon wieder so eine Sing-Olle. Goldene Rune 6, ja, gar kein Problem. So. Okay. Wir müssen uns auch nicht auf den See da unten fokussieren, weil wir haben da alles fertig. Das ist halt super geil. Das heißt, wir können jetzt einfach hier weiter erkunden. Und hier ist auch eine Grace. Alles klar. Stufenaufstieg. Ja, wir können einen Stufenaufstieg machen. Leben. Oh, ich wünschte, wir hätten 5000 Leben, ey. Kondition, ja. Ich weiß, das sieht so lächerlich aus. Mit einer Ausdauer einfach. Weißt du, eine kleine Pisse Ausdauer. Hey, nochmal auf Geschick. Ich gehe halt auf Geschick, weil wir halt die Sense haben. Oh, warte. Ich habe eine bessere Idee. Wir gehen mal hier hin. Zurück. Und gucken, ob wir hier Upgrades machen können. Oh. Ah, I have been waiting for your return. I've decided to leave the Round Table Hold. I'm off in search of a noble scholar known as the Gold Mask. To beg his instruction. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn, now's the moment. Oh. Na, er hat Feuerdinger, Flammenschleuder, Vogo, Flamme, Magieschadenresistenz, Feuerschaden. Das ist eigentlich ziemlich geil, diese zwei hier noch. Wir haben noch Heilung und die von Verbündeten in der Nähe sogar. Zurückweisung. Kleine Menge LP. Ich hätte gerne die beiden vielleicht sogar noch. Also Magieschaden ist vielleicht gar nicht so scheiße. Feuer auch nicht. Das kostet mich aber viel. Oh ja. Boah, das kostet mich 8000. May the Golden Order. Haben wir denn überhaupt so viel? 2, naja, wir kommen durch an 8k ran. Könnten uns die große Heilung holen. Das wäre schon vielleicht gar nicht so schlecht. Das wäre gar nicht so schlecht. Die große Heilung. Ja, dann fucken wir halt. Lassen wir das halt sein, die Dinger. May the Golden Order shine. Ja. Wer bist du? I don't believe we've met. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone.
All the more should you spy a mariner among their number, unless you wish to lay down your life in vain. Oh, wir haben so einen Tod. Well, well. With a prowess for weed in Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to hunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Okay. Very well. Show me your map. I've marked the location for you, of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Eine rote Markierung wurde platziert. What is it? The map indicates where the gateway is. It will lead you to Ja, okay, der sagt nichts weiter. Okay, der eine Typ will uns auch verlassen. Hier können wir eh noch nicht durch, ne? Na. Hier ist Feuer. Ist hier was? Moin. Nö. Greetings, are you here for spirit tuning? Ja. Ah, keinen Söldner kann ich nicht, kostet zu viel. Ja, keinen Söldner ist immer noch Beste. Oleg, Schmutz. Aber die könnte noch cool sein. Geistern Latena der Albinoric. Geistertallilie. Gräbertallilie. Ich würde gerne die Kaidensöldner echt pushen. I need to warn you about something. A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side of the round table. And I can hear, from all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. Mm-hmm. I can't even imagine. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. I can hear it from across the howl. You should keep your... I know you... Okay. Wir sollten uns auf jeden Fall... Well, I took you for no matter. It's all about your arms, then. So, Sense plus 11. Können wir machen. Und auf 12 auch noch. Danach könnten wir sogar auf 14. Oder 13. Stimmt, die könnte man auch tatsächlich upgraden. Aha. Schmiedestein 5 brauchen wir. Und 1500 Seelen. Jetzt machen wir auf jeden Fall mehr Damage, ey. Komm, wir nutzen alles. Let's go. Back already. No matter. So, und die nächste Stufe können wir nicht. Okay. Okay. Haben wir auf jeden Fall gut gepusht. Ich glaube, ich werde tatsächlich. Let's go. Kaiden sollte noch pushen. Der ist einfach super. Viel besser als dieser Oleg. Der Lady. Die verzaubert mich irgendwie. Also. Auf böse Weise. Die raubt mir so. Keine Ahnung, so.
2% meiner Lebenskraft und dann hat man irgendwie so einen Buff oder so einen Debuff und ja, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Brauche ich nicht. So. Können wir das hier aufmachen? Nein, können wir nicht. Du hörst das Flüstern von ihr sogar. Und ich vertraue darauf, was unsere Greetings. Nette hier sagt. Wie heißt sie nochmal? Roderica, genau. Ich nenne die jetzt immer Geisterlady. Es geht einfacher. So, haben wir hier noch irgendwas? Kann ich mit dir mal reden? We've spoken long. Oh, wait. Das ist neu. Und ihr? Hier in Deutsch kann ich kaufen. ...4.000 kosten die. Okay, wenn wir das nächste Mal 12.000 Seelen haben, sollten wir mal hier hingehen und das holen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Sie dürfen nicht oder sie dürfen nicht? Nee, ich darf! Liebenswerte Person voraus, aber Vorsicht vor Leiden. Have you ever felt the curse? With your whole being? The pox upon life itself? Feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb. A stranger to defilement. Ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. I asked you not to be thankful of the hold serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. Okay. Scarabeus. Unerwartet das Mist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich kann ihn auch nicht angreifen. Vielleicht muss ich ihn einfach nerven. Ich will dich erlösen. Okay, mir passiert nichts. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ups, haut rein. Und tschüss.